Ehrlich gesagt, nein, antwortete der 60-jährige John Steinbeck einem Reporter auf die Frage, ob er wirklich glaube, den ihm gerade zugesprochenen Nobelpreis für Literatur verdient zu haben. Das war im Jahr 1962 und schon aus der Frage, wir reden hier von der klassischen Form einer Suggestivfrage, können Sie, verehrte Zuseher, entnehmen, dass die Presse diesem Autor nicht günstig gesonnen war. Der gewöhnliche Literaturkritiker möchte gerne etwas entdecken, was vor ihm noch niemand gesehen hat. Das war bei Steinbeck schwer möglich. Millionen hatten seine Romane gelesen, Millionen waren in die Kinos geströmt, um die Verfilmung der Früchte des Zorns durch John Ford etwa oder Jenseits von Eden mit dem noch sehr jungen James Dean zu sehen. An Steinbeck gab es nichts zu entdecken, doch viel zu verdammen. Das Wunder an ihm, schrieb unlängst ein Rezensent, liegt darin, dass er manchmal so gut sein kann, wo er doch die meiste Zeit so schlecht ist. Es war gerade der letzte Band einer Gesamtausgabe der Werke des Nobelpreisträgers erschienen. Gott sei Dank haben wir das jetzt hinter uns, so lässt sich die Reaktion auf diesen Band bündig zusammenfassen. Wir legen in dieser Sendung in aller Regel keinen besonderen Wert auf das Urteil von Literaturkritikern. Warum auch? Doch hier haben wir mit einer Reaktion begonnen, weil sie uns etwas Wichtiges über John Steinbeck zu enthüllen scheint. Steinbeck war nämlich so uramerikanisch, wie man es nur als Enkel eines unter abenteuerlichen Bedingungen aus Heiligenhaus nach Kalifornien geratenen Deutschen und einer aus Irland stammenden Mutter werden kann. Der feinere amerikanische Kritiker mag aber nichts Uramerikanisches in seiner Literatur. Uramerikanisch, das ist der Büffel, der Bison oder das ist die gebackene Kartoffel. Der feinere amerikanische Kritiker hat es lieber ein wenig dekadent, spiritualistischer. Sagen wir wie Edgar Allan Poe oder sagen wir wie Henry James. Jenes Heiligenhaus, die Geburtsstadt der Steinbecks, meine Damen und Herren, liegt übrigens heute immer noch südlich von Essen, östlich von Düsseldorf und mehr ist dazu nicht zu sagen. Heiligenhaus, und um das doch noch einzufügen, ist und war nicht Weimar. Und wenn Sie heute nach Salinas kommen, den kleinen, genauso überflüssigen Ort im südlichen Kalifornien, in dem John, der Sohn von John, der Enkel von Johannes Steinbeck, zur Welt kam. Und wenn Sie sich dort das Geburtshaus des Dichters betrachten, ein bescheidenes Wunderwerk von Giebelchen und Türmchen, dann wird Ihnen schlagartig klar, hier ist ein wunderlicher deutsch-irischer Traum von Heimat und gleichzeitig von glücklich in den USA angekommen sein in Architektur umgesetzt worden. Er war natürlich Autodidakt, schreiben die Kritiker. Das muss man seinen vielen vulgären Stellen und der doch sehr oberflächlichen Philosophie Steinbecks irgendwie zugutehalten. In Stanford hat er ja nicht einmal seinen Abschluss gemacht. Stanford, meine verehrten Zuseher, steht für die Stanford University, einer amerikanischen akademischen Institution in San Francisco, die 1891 von einer sagenhaft reichen Familie ins Leben gerufen wurde und bis heute die von Ulrich von Hutten geprägte Losung »Die Luft der Freiheit weht« in ihrem Wappen trägt. John Steinbeck war 17 Jahre alt, als er sich erfolgreich um die begehrte Zulassung an die schon damals berühmte Stanford University bewarb. Er belegte Kurse für Anglistik, für die Klassiker, für Geschichte, kurz für all jene Fächer, die einem jungen Menschen wichtig erscheinen, der es sich ins Herz gesetzt hat, Schriftsteller zu werden. Er belegte sogar einen Kurs im Fach Kreatives Schreiben. Eine Disziplin, von der nicht jeder Schriftsteller, besonders nicht der kreative Schriftsteller, überzeugt ist, dass sie den Begabten, vielleicht auch nur den Hoffnungsvollen, tatsächlich zu etwas Gutem führt. Steinbeck verdiente sich sein Studium der Literatur materiell durch das, was man Gelegenheitsarbeit nennt. Und es bleibt ein Kennzeichen seiner künftigen Arbeit, dass er von Gelegenheitsarbeiten genauso viel, manchmal auch viel mehr lernt, als von akademischen Kursen oder Angelesenem. Das kann man positiv ausdrücken und sagen, Steinbeck schaute den Menschen für und über, die er schrieb, eben nicht nur aufs Maul, er teilte auch deren Schicksal, jedenfalls eine Zeit lang.
ist dann tatsächlich eben jener Knecht auf einer Farm oder Bauarbeiter oder Soldat. Oder aber man gibt dem Fall eine negative Deutung und schreibt, dieser Autor hat nie gelernt, was systematisches Philosophieren, was die ernsthafte Beschäftigung mit Ästhetik oder Romantheorie überhaupt bedeutet. Aber er besitzt die Chuzpe, seine Stoffe mit hausgemachten Reflexionen vollzustopfen, Reflexionen naturgemäß der seichtesten Art. Letzteres, das wird Sie jetzt nicht überraschen, verehrte Zuseher, war die Position, die eine große Zahl übellauniger amerikanischer Kritiker einnahm. Für die Linken war er kein Marxist, für die Rechten ein Nestbeschmutzer und für beide Lager einfach viel zu erfolgreich. Schauen wir uns jetzt jenen Roman an, der Steinbeck den größten Hader, aber eben auch den Nobelpreis eintrug. Er erschien im Frühjahr 1939 unter dem Titel The Grapes of Wrath, die Früchte des Zorns. Und er beschreibt das Schicksal einer Familie von Farmern, die in der großen Depression der 30er Jahre und der Dürrekatastrophe ihre Heimat verlassen mussten. Diese Heimat ist Oklahoma, das Ziel Kalifornien. Der 12-köpfigen Familie Jode schließt sich noch der Wanderprediger Jim Casey an. Es wird ein biblischer Exodus, doch kein Exodus mit glücklichem Ende. Die Großeltern sterben als Erste, entkräftet und mutlos. Ein Sohn und der Schwiegersohn machen sich, sehr bildlich gesprochen, schnell aus dem Staub. Als die Familie Kalifornien erreicht, findet sie hier natürlich nicht das gelobte Land, landet in einem Auffanglager und erlebt all die Formen von brutaler Ausbeutung, die billige Arbeitskräfte erdulden müssen. Jawohl, es kommt auch zu einem Mord, den einer der Söhne begeht. Es kommt auch zu dessen Bekehrung. Das war jetzt sehr roh nacherzählt, meine Damen und Herren. Aber das Buch ist ja auch jederzeit noch erhältlich, Gott sei Dank. Von der Erzähltechnik her handelt es sich um eine fiktionale Reportage. Steinbeck hat monatelang unter diesen Emigranten gelebt, sich Schicksal um Schicksal notiert und daraus gleichsam eine Idealfamilie zusammengestellt. Man könnte auch von einem didaktischen Roman sprechen, denn wie in einer biblischen Geschichte stellt sich nie die Frage, wo hier Moral herrscht und wo nicht. Alles ist sehr eindeutig. Biblische Geschichte, das sagt man naturgemäß nicht leichtfertig. Und ich habe ja schon in meiner knappen Zusammenfassung den einen oder anderen alttestamentarischen Ausdruck benutzt. Schon der Titel Früchte des Zorns verweist auf eine Bibelstelle. Sie finden sie in der Offenbarung des Johannes und im 5. Buch Moses. Und sie beschreiben Gottes Zorn angesichts der Verfehlungen seines Volkes. Und die Dürre, die das Land, in diesem Fall das Land Oklahoma, überfallen hat, ist eben eine göttliche Plage. Das zum einen. Nun taucht aber jenes Bild von den Trauben des Zorns auch in der neben der Nationalhymne berühmtesten Hymne der Vereinigten Staaten auf, der Battle Hymn of the Republic. Einem außerordentlich schwülstigen Text, der den lieben Gott für die eigenen amerikanischen Truppen Dienst verpflichtet. Glory, glory, hallelujah. Das haben Sie sicher noch im Ohr. Wenn wir diese beiden Hinweise ernst nehmen, dürfen wir als Intention, als Botschaft des Autors festhalten, dass er das Schicksal der Nation also fest an deren Vorsatz bindet, nicht vom Glauben abzufallen. Das klingt mächtig nach Blech, meine Damen und Herren. Doch wenn Sie den Roman lesen oder sich an das Gesicht etwa von Henry Fonda erinnern, der in Früchte des Zorns von John Ford den Familienvater spielt, dann merken Sie, dass Ihre Eindrücke auch ganz ohne diese ideologischen Obertöne auskommen. Man merkt den Figuren des Buches zwar an, dass der Schöpfer sie aus mehreren Vorbildern sozusagen synthetisiert hat, doch packend bleiben sie bis an ihr meist unglückliches Ende allemal. Dass ihm die Kennzeichnung von einzelnen Charakteren weniger liege als die Beschreibung von Massen, ist übrigens ein Vorwurf,
der Steinbeck häufiger gemacht wurde. Es hat sich dazu die Deutung verfestigt, diese Eigenart des Autors hinge mit dessen lebenslanger Freundschaft zu einem gewissen Ed Ricketts zusammen, einem kalifornischen Meeresbiologen. Dieser Ed Ricketts habe Steinbeck in den Kosmos der Fische eingeführt, insbesondere das Verhalten von Fischschwärmen. Der Fisch als Meister des Kollektivs, wenn Sie so wollen. Und das ist nun in der Tat eine sehr bizarre Erklärung für eines Autors Streben nach der Darstellung des größten Glücks, der größten Zahl seiner Mitmenschen. Aber wir wollen uns damit nicht aufhalten, nur den Namen des Meeresbiologen aufgreifen und uns mit ihm in Steinbecks kalifornische Heimat nach Monterey begeben. Monterey liegt am Meer etwa 180 Kilometer nördlich von San Francisco und verfügte einmal über einen bedeutenden Fischereihafen sowie eine stattliche Zahl von Fischverarbeitungsfirmen. In Dosen verpacken, das heißt auf Englisch to can, so kam die berühmte Hafenstraße Canary Row zu ihrem Namen. Und Canary Row ist auch der Titel des zweifellos heitersten Romans von John Steinbeck. Er erschien 1945 und heißt auf Deutsch Straße der Ölsardinen. Der Held der Geschichte ist ein Meeresbiologe, jawohl, er trägt deutliche Züge jenes Ed Ricketts, von dem wir gerade gehört haben. Und er hat zwei große Passionen, die akademische Forschung und das Erobern junger Frauen. Genannt wird er nur Doc. Zum gesellschaftlichen Biotop von Doc auf der Canary Row gehören eine Handvoll Streuner, stadtbekannt als Mac und seine Freunde, gehören Dora und ihre Mitarbeiterinnen in der Flotten Flagge, dem lokalen Bordell, gehört der weise chinesische Kaufmann Li Zhong und neben vielen anderen auch ein Maler, der sich Henri nennt, in Wirklichkeit aber weder Maler noch, wie es der Vorname nahelegt, Franzose ist. Jener Doc ist Biologe, ist aber auch Mediziner, ein guter, ein hilfsbereiter Mensch, der auch Doras Mädchen oft aus der einen Schwierigkeit heraus, dann aber in die nächste Schwierigkeit hineinhilft. Um ihren Doc zu ehren, beschließen Mac und seine Freunde heimlich eine gewaltige Party vorzubereiten. Eine Überraschungsparty, die im Labor von Doc abgefeiert werden soll. Das kann nur schiefgehen und das tut es auch. Aber im Leben dieser Randfiguren kann, recht besehen, nie etwas richtig schieflaufen. Es läuft ja auch nie etwas richtig. Früchte des Zorns und die Straße der Ölsardinen bezeichnen zwei literarische Extremwerte. Hier den schonungslosen sozialen Realismus einer von der Natur und vom Gesellschaftssystem geplagten Bevölkerung. Dort das sorglose Ignorieren sämtlicher Konventionen, das heitere in den Tag leben, irgendwas Brauchbares wird schließlich immer an den Strand gespült werden. Gibt es etwas Verbindendes? Vielleicht in der sehr altmodischen Art, in welcher der Autor darauf vertraut, dass sich bestimmte menschliche Werte, freundliche, positive Werte, am Ende doch durchsetzen werden. Die Straße der Ölsardinen, vergessen wird es nicht, erschien 1945, nach Ende des Krieges, an dem auch Steinbeck teilgenommen hatte, obwohl er physisch kaum dazu in der Lage gewesen war. Diesen Krieg hat er wiederum auch als Berichterstatter erlebt und wiedergegeben. Sein Leben war von denselben Extremwerten geprägt, eben wie sein Schreiben. Einer seiner letzten Einsätze führte ihn nach Vietnam. Anders als die meisten amerikanischen Schriftsteller von Rang befürwortete Steinbeck diesen Krieg. Im Feld in Vietnam, kurz nach einem Schusswechsel, traf er dort in einem gottverlassenen Schützengraben als Reporter auf seinen Sohn John. Der war zwangsverpflichtet geworden und hasste den Krieg aus tiefstem Herzen. Seinem kriegswütigen Vater hat der Sohn diese Begegnung nie verziehen.